Willkommen zu einer neuen Folge Soundtrack of My Life. Heute mit meiner Playliste. Ich habe zwei kompetente Partner an meiner Seite. Wer zum Beispiel die Folge von Franks Playliste gesehen hat, hat gemerkt, dass der Herr Mümmelstein das ein oder andere Lied nicht kannte. Deswegen haben wir ihm etwas, du kannst es ja mal zeigen, etwas präpariert. Jedes Mal, also bei jedem Song, wenn ein Song kommt, den Gunther nicht kennt, dann kann er sein... mein Schild zeigen. Genau. Da muss ich nicht mehr so entsetzt tun und mir irgendwas ausdenken, was ich sage, wenn ich was nicht weiß. Aber es ist auch schön, man lernt ja einiges auch kennen. Also ich habe jetzt bei Franks Playlist schon einiges wiedererkannt, das ich schon kannte, aber wieder vergessen hatte. Ja. Voll toll. Und jetzt wird noch viel mehr kommen. Yippie. Vorwort. Ich habe jetzt natürlich keine... Die Liste sind nicht einfach Lieblingssongs von mir, weil sonst wären das 20, 30 Songs von zwei oder drei Bands, was sau langweilig wäre. Deswegen sind das immer Auszüge aus, zum Beispiel von Bands oder von Künstlern, ein stellvertretender Song. Und beginnen tue ich hier mit absoluter Kindheits... Okay, den kennt sogar ich. Ja, lasst es einfach mal wirken auf euch. Ja. Das ist schön. Von diesem Künstler, da habe ich auf einen Song getanzt, zum ersten Mal, als ich in einer Diskothek in Irland in Dublin war. Welcher Song war das? Da kam Bad. Thriller raus. Thriller. Okay, das war also, wer es nicht kennt, Man in the Mirror. Einer, finde ich, der geilsten Jackson-Songs. Sowohl von der Komposition als auch, ja, als auch von der Message, finde ich geil. Mhm. Und ja, man hätte theoretisch jeden Song von ihm nehmen können. Ja, ja. Ich habe mir jetzt einfach stellvertretend den ausgesucht, weil, das weiß ich noch, auch mal mein Bruder und ich, die Kassetten, Dangerous, Bad, Thriller vorher, hoch und runter gehört. Also wirklich, wir haben sie kaputt gehört, die Kassetten. So wie er es gemacht hat, war es wirklich einzigartig. Allein, was er mit seiner Stimme hat machen können. Ja. Also völlig einzigartig. Und den Moonwalk nicht zu vergessen. Ich wollte gerade sagen, hast du dann auch früher so getanzt daheim? Ja, ja. Ich habe ihm das auch eigentlich beigebracht. Okay. Hast du so einen Handschuh? Ja, ja. Ich war tatsächlich mal, okay. Als ich 17, 18 war, oder vielleicht auch, weiß ich, so um den Dreh, war ich mal an Fasching oder Fasnacht oder Karneval, wie auch immer man es nennen will, wo man sich befindet, war ich mal als Michael Jackson verkleidet. Und da hatte ich so einen Hut und so auch also einen Handschuh. Ich habe so viele Fragen. Dann bin ich immer ich habe super viele Fragen. Vor allem, können wir das mal in eine Bühnenshow umwandeln? Nein. So, zum nächsten. Also, ich glaube, da ist viel Luft nach oben. Schreibt es in die Kommentare. So, und ja, bitte. Der nächste Song, auch stellvertretend, habe ich jetzt nur reingenommen, weil es mit die erste CD war, die ich mir gekauft habe. Oh, und zwar die Best Of von diesem jungen Herrn. Ich muss den Gedanken hören. Ich habe mir mal eine Ballade ausgesucht. Okay, okay. We're in heaven. Schild? Schild oder nicht? Ich hätte jetzt beinahe sowas wie Ziggy Stardust oder so. Fast, der Bruder. Der kanadische Bruder, der Brian Adams, war es. Genau, okay. Ja. Habe ich schon live gesehen? Ja, ich auch. Ja. In Köln. Karlsruhe Wildparkstadion, als er, der hat ja mal eine Tour gemacht, wo er auch Bass gespielt hat. So eine Trio-Tour war das, glaube ich, sogar. Irgendwie sowas, ganz kleine Besetzung. Und das war super geil. Das war mein zweites Konzert, auf dem ich war. Oh. Das erste Konzert war David Hasselhoff. Oha! Als kleines Kind. Und dann, war ich lang nicht auf Konzerten und dann mit meinen Eltern und meinem Bruder und Freunden auf Brian Adams Köln im
Fußballstadion oder so. Aber das Millionen Geile ist, dass du halt mehr oder weniger, wenn wieder Konzerte erlaubt sind, kannst du halt wieder zu David Hasselhoff gehen. Genau, ja. Ja, auch da, Bryan Adams, wären ganz viele Alternativen. Ne? Ja. Run to You hatte ich noch sehr weit oben. Geiles Gitarrenriff. Der ist halt aber auch so eine Hitmaschine. Ja. Also, der, das ist. Ja. Ist er noch aktiv irgendwie ja. jetzt? Ja, ja, klar. Ja, okay. Gehen wir weiter. Ich bin gespannt. Und zwar eine Band, die ich selber eigentlich, glaube ich, gar nicht so richtig gehört habe, aber durch meinen Bruder einfach mehr oder weniger jeden Tag mitgehört habe. Und das ja auch ein Song, kommen wir wieder auf die MTV-Geschichte. Ja? Aerosmith. Du hättest das nicht sagen müssen. Ich doch, hätte doch. Mein Schild geholt. Doch, doch, doch. geiler Song und auch die Videos alle geil. Ach. Weil einfach in jedem Video Alicia Silverstone mitgespielt hat. Das war der erste der Trilogie. Ja. Und ich habe den damals auch auf dem Bass gespielt. Und ich hatte in meiner Playlist ist auch ein Aerosmith-Song. Und zwar der zweite, Amazing. Amazing, auch sehr gut, ja. Aerosmith ist so eine Band, die halt so über Balladen schreibt. Und mein Bruder hat dann tatsächlich mal die Möglichkeit gehabt, mit dem Gitarristen Joe Perry zusammen auf Tour zu gehen, auf seiner Soloplatte zu singen. Das war eine sehr verrückte Geschichte. Googelt's mal nach. Ja. Gibt es deswegen auch die Bilder von dir, wo du Stirnbänder trägst? Das war eine ganz andere Ära meines Lebens. Und an deinem Mikrofonständer diese Schals. Ja, genau, hängen. Da war das oder? Aber Aerosmith war ja jetzt nicht die Stirnband. War nicht die Stirnband. Nee, nee. Das war, nee. Das ist Mark Knopfler. Ja. Ach so, okay, der Knopfler. Tick. Ja, was heißt früher? Ich meine, Aerosmith gibt es ja auch schon seit 100 Jahren. Mhm. Genau. So, und jetzt eine Band. Das war übrigens alles vor meiner Ich-Spiel-Gitarre-Zeit. Okay. Ich glaube, ich habe mit 13 und 12 oder 13 angefangen, Gitarre zu spielen. Und da habe ich diesen Song gehört und das Video dazu gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt fange ich an, Gitarre zu spielen. Geil. Und das ist eigentlich eine Band, die ich damals dann hoch und runter gehört habe, mittlerweile aber überhaupt nicht mehr höre, weil ich aus dieser Musikrichtung auch so ein bisschen, ich sag mal, rausgewachsen bin. Aber absoluter Mega-Hit. Ja? Das kenne ich. Ich kenne das Stück. Foo Fighters. Nein, das ist dein, doch... Dein Schild? Nein, nein, Moment. Ich kenne es doch. Ist das Green Day? Ja, ja. Okay, alles klar. Danke, danke, Freunde. Ja, Basket Case, wenn der Duke hier... Meine Alternative wäre, auch, da hätte ich eigentlich jeden Song von dieser Platte nehmen können. Ja. Ich hätte auch When I Come Round nehmen können oder so. Ja. Ich fand es vor allem... Ich war einfach verwirrt, weil zunächst, weil Green Day, als du gesagt hast, da war ich 12 und da ist halt schon ein Altersunterschied und Green Day war für mich kam wann zu einer die Zeit... Duke hier? 94. Ja. Ja, da war ich genau 12. Ja, da war ich schon... 13. Älter. Ja, also eben. Ja gut, für sein Alter kann man ja nichts. Nee. Nein, aber das ja war, aus, deswegen habe ich diese Assoziation überhaupt nicht gemacht. Ja doch, bei mir war das so. Krass. Und ich kann mich auch noch an dieses Video erinnern. MTV Time. Genau. Ja, ja, genau. Und Billy Joe steht da und fängt mit diesem Intro an. Und ich fand diese Art von Gitarrensound, dieses, also erstmal halt, dass es eine verzerrte Gitarre ist. So, das kannte ich vorher gar nicht so richtig. Mhm. Und dass er halt so abgedämpft und so schnell spielt. Mhm. Ja, und da bin ich dann 2-3 Jahre... Ich habe mir ziemlich viel Punkrock angehört, Offspring und alles Mögliche. Und du hast deine Gitarre aber deswegen heute auch noch auf der gleichen Höhe hängen, wie er damals. Nee, natürlich nicht. Das ist ja. Das ist so knapp über den Schuh. Witzige Gitarrengeschichte: Meine Gitarre hing früher hier oben, weil ich sonst nicht spielen konnte. Und ich habe es mir angewöhnt, ein bisschen cooler zu wirken auf der Bühne, sie jedes Mal ein bisschen weiter nach unten, also mich so nach und nach gewöhnen, dass bei ich mir auch hier umgekehrt spielen kann. Und dann bin ich bei Bands wie sowas hier hängen geblieben. Wichtig ist, dass man auch immer mit einem hohen Schrei beginnt. Ja? Das ist so gar nicht meins, muss ich sagen. Das habe ich dann... Ach so, Schild, ja. Entschuldigung, Schild. Ich könnte jetzt sagen, hätte jetzt gesagt, ich erinnere mich ein bisschen so an Manowar oder sowas. Ja, da bist du auch nah dran. Ja, da kann man auch ein What the Fuck-Schild hochhalten. Das muss ja nicht jeder Rhapsody kennen. Ja, da bin ich dann so in die Power-Metal-Schiene. Die habe ich dann jahrelang gehört und höre ich mir heute auch noch gern immer mal wieder an. Im Auto mal eine Scheibe drauf. Aber halt auch nicht arg lang, weil es dann doch schon anstrengend. Aber dann halt so, tendenziell hört man ja gerade bei solchen
Eher aus nostalgischen Gründen oder weil man die Platte gut kennt und man weiß, was man sich da gerade reinlegt. Ja. Und Rhapsody auch, witzig, haben wir auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo wir in... Wo war das? Tschechien? Nein. Auf so einem Metal-Festival. Slowakei. Ja, genau. Sowas, wo war das? Ja. Und da hat Rhapsody gespielt und da war ich ja schon jahrelang eigentlich aus der Musik rausgewachsen und dann habe ich die auf der Bühne gesehen und die haben unter anderem Songs von diesem Album gespielt. Und das war für mich richtig komisch und gleichzeitig geil und krass, das dann so zu sehen. Und der Sänger hat immer noch fantastisch gut gesungen. Hattest du die damals live gesehen? Nee. Okay. Nee. Und dann ging es weiter. Da sind wir jetzt wieder gemeinsam auf einem Nenner. Dann hat mir jemand, ich glaube, da war ich 16 oder 17, diesen Song vorgespielt und dann war ich einfach weg, weil ich gedacht habe, okay, so kann man auch Musik machen. Mhm. Und dann habe ich 3 Jahre lang nur diese Band ungefähr gehört, bis sie mir einfach aus dem Ohr rausgefallen ist, blutend. Und zwar die hier. Und das ist auch der erste Song, den ich gehört habe, und zwar in dieser Live-Version. Du wirst es gleich erkennen. Ich habe die CD. Also auch die. Du erkennst es am Wind? Ich erkenne es, das ist ein Christmas-Song. Wir warten noch einen Moment ab, bevor wir das Schild holen. Kennt man auch nicht. Kennt es irgendjemand schon? Ja, also ja, aber ich höre die Band halt bis heute. Ah. Ja. Der Song geht 10 Minuten, den hören wir jetzt ganz. Okay. Und dann reden wir über jeden Teil. Der einzige Vierteltakt im Song. Nein, das stimmt. Weil wir machen einfach so ein... Hier, Franks Stelle. Ich kann spielen, nur nicht in der Geschwindigkeit. Ja, also Dream Theater. Ach so. Das ist dann wieder diese Musik, ja. für Musiker. Ja. Haben wir letztes Jahr gesehen? Ja, also war ich. Ich habe das gehört und ich wusste nicht, dass man Musik machen kann, die nicht einfach einen Beat hat. Und weil das war die einzige Musik, die ich kannte. Aber ist dir das damals schon aufgefallen? Ja, ja, auf jeden Fall. Da habe ich ja dann aber auch schon 3 oder 4 Jahre Gitarre gespielt und so. Okay, gut, dann hast du Speed-Tapping hinter dir gehabt und den ganzen Kram. Ja. Okay. Nee, also da einfach rein, was da technisch passiert. So, Vor allem, dass du das halt, ich sage jetzt mal, nicht nur, weil du dich gerade verspielt hast, spielen kannst, sondern dass der Rest mitspielt. Ja. Dann habe ich mich ungefähr 3 oder 4 Jahre lang eingeschlossen, wirklich regelrecht eingeschlossen in meinem Keller. Und das war die frühe Zeit noch von Dream Theater. Genau. Ich habe nur Gitarre geübt. Ist das jetzt aber so eine Band, wo man, kennt ihr da Texte oder sind die da essentiell? Für mich nicht so arg. Mhm. Ja, also mir ging es um die Musik. Ich kenne den kompletten Katalog quasi. Also 2 Songs. Ja. Wenn man sich auf irgendeinem Instrument, das in der Band da auftaucht, also Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug, da in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal so, mehr wissen will, was so alles geht, ist Dream Theater ein guter Fundus, weil man da irgendwie dann doch alles findet. Ja, irgendwann stößt du auf diese Band, weil sie einfach, ich würde mal sagen, mit die besten Musiker an den Positionen hat, auf der Welt zurzeit immer noch. Hm. Und es ist einfach... Ich kann das vollkommen verstehen, dass viele Leute mit dieser Musik überhaupt nichts anfangen können. Die hören das und es ist für sie keine Musik, weil es viel zu technisch ist, viel zu verkopft. Aber für mich war es halt einfach, es ist artistisch, das zu sehen, was die an ihren Instrumenten können. Mhm. Und wie sie es auch zusammensetzen live und wie sie es rüberbringen. Ja, ich habe die Band auch, glaube ich, weiß nicht, wie oft ich sie live gesehen habe. Also mindestens 5 Mal so. Und großartig. 14 Mal. Ja. Okay, okay. Ja. Tatsächlich. Ja, und dann kommen wir weiter zu einer. Ich würde sagen, wenn ich mir eine Band aussuchen müsste, wo es heißt, Tilda, du darfst nur noch eine Band in deinem Leben hören. Okay. Ich habe eine Befürchtung. Nee, ist es nicht. Ist nicht, okay. Dann wäre es diese Band. Hier habe ich auch einfach einen Stellvertreter-Song genommen. Gott, was für eine Frage wäre das? Ja, und zwar Maiden. Hast du jetzt, also ich hätte wahrscheinlich jetzt schon das Schild hochgenommen, weil ich diese ganzen Sachen nicht kenne. Also ist nicht schlimm. Ich habe schon Diskussionen mit unserem Tourmanager gehabt, warum ich Iron Maiden nicht kenne. Welcher Song war das? The Evil That Men Do. Okay, also sagt mir gar nichts, ich kenne auch nur eine Handvoll. Von der Seventh Son of the Seventh Son hätte ich jetzt auch jeden Song von dieser Platte nehmen können oder von irgendeiner anderen Platte.
Wir haben ja mal auf einem Festival vor ein paar Jahren direkt vor ihnen gespielt, zwar auf der anderen Bühne, aber dann sind wir alle rübergerannt und haben uns Maiden angeguckt. Und das fand ich sehr beeindruckend, obwohl tatsächlich diese Band so kurz vor meinem Einstieg in die Musik, vor allem mit der Musik, mit der ich mich am Anfang beschäftigt habe. Und auch kurz vor 100 Jahre alt sein ist. Ja, das stimmt, ja. Also richtig, mir vorbei, richtig alte Jahre. Säcke, aber die haben noch viel Spielfreude übermittelt auf der Bühne, fand ich zwar. Ja. Sehr gut. Ja, geil, geile Band. Auch eigentlich für mich so fast so der Gegenpol zu Dream Theater, weil Maiden, die scheißen auf ein Metronom und so. Da, die sind auch nicht so ganz tight immer. Aber das ist das, was Maiden ausmacht. Aber das Maiden war ein großer Einfluss für die Jungs von Dream Theater zum Beispiel. Okay. Ja, so hängt da irgendwie dann doch alles so ein bisschen zusammen. So, und die waren auch zusammen auf Tour. So wie viel mache ich noch? Mhm. Okay. Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Okay. Ich lasse das einfach mal laufen. Also Tic-Tac-Toe, da muss ich auch eigentlich überhaupt gar nichts dazu erzählen, weil die Story war viel zu lang und die ist ultra boring. Ist einfach eine geile Band. Wieso ist das? Möchte ich auch gar nicht erzählen. Aber es ist einfach eine Band, von der ich jeden Song kenne und es hat einen ganz bestimmten Grund. Also wie bei mir Dream Theater. Genau. Ja, genau. Ja. Einfach großartig. Ich könnte jetzt sagen, ein Song meiner Kindheit, stimmt aber eigentlich gar nicht, weil da war ich auf jeden Fall schon, ich sag mal, erwachsen. Aber es ist der beste Song, der jemals komponiert wurde. Ach so. Okay. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Das ist der Pokémon-Song. Ja, den kennt er. Jawohl. Den kennt er. Jawohl! Da geht mein Herz auf. Pokémon! Ja, also nicht nur weil Pokémon geil ist, sondern weil ich tatsächlich jetzt ohne Scheiß einen sauguten Song finde. Das ist einfach eine geile Komposition. Ich habe tatsächlich zu Pokémon. Kein Bezug. Bezug. Exakt null Bezug. Kein, nicht mal genetisch. Nee. Ist auch nicht schlimm. Kommentare. Nein, nicht mal da. Krass. Nee, das ist tatsächlich, aber das ist, ja, aber das ist mehr Fall eure Welt tatsächlich. Der abgefeiert diesen Song. Der lief dann auch auf Partys hoch und runter. Irgendwann gab es dann den, du hattest deine millionste Flasche Schnaps drin, damals, als wir noch viel getrunken haben. Ja, ja, alle. Ja, ja. Und dann irgendwann liefen die TV-Themes, der Pokémon-Song und die Gummibärenbande und Saber Rider und alles. Ja. Und die Leute sind durchgedreht und haben alles zerstört. Ja, damals. Das waren meine Songs, die mich so begleitet haben in meinem Leben. Ein bunter Mix. Ja, die mich inspiriert haben oder abgeschreckt. Okay, geil. Ja, und mich so zu manchen Dingen bewogen haben, wo ich heute bin. Und das führt natürlich auch hier auf der Couch. Dieser Mix führt natürlich auf diese zu Couch. Den neuen Saltatio-Songs. Auf diese Couch. Ja, auf diese Couch. Diese Casting-Couch. Aber das ist jetzt keine Casting-Couch-Situation. Nee. Wenn ihr die sehen wollt, dann schreibt in die Kommentare, abonniert und drückt auf die Glocke, damit ihr das nächste Casting-Couch. Habe ich jetzt schon wieder nicht gehört, dass wir Kommentare haben wollen? Doch. Erwähnt es doch nochmal. Ja, also ich würde kurz nochmal erwähnen, dass wir auch gerne Kommentare haben und wir gerne diskutieren. Der Till wird jeden Kommentar beantworten, mehrfach. Die Liste gibt es natürlich auf Spotify. Da sind noch ein paar mehr drauf, aber nicht allzu viel. Ich habe es nicht übertrieben. Und ja, hört mal rein. Na geil. Und genießt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.